Hallo und herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit, der Podcast für Menschen, die sich inspirieren lassen wollen zum Thema Potenzialentfaltung, Heilung und Bewusstwerdung. Heute mein Gast, Susanne Engelert, die Coachin für HSP-Frauen ist. In unserem interessanten Austausch geht es um das Thema Hochsensibilität und wie wir unsere Gabe, unser Sein als Geschenk in den Alltag integrieren können. Schön, dass du hier bist. Kommentiere gerne dieses Video, gib mir dein Like und vergiss natürlich nicht zu abonnieren. Hallo und herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit Podcast. Heute soll es um Hochsensibilität gehen und dafür habe ich die richtige Person eingeladen. Susanne Engelert, grüß dich. Du bist Coach für hochsensible Frauen. Ja, spannendes Thema. Ich bin Coach für hochsensible Frauen und ich begleite Frauen, um ihre Traumen loszulassen, beziehungsweise wenn sie sich im Selbstfindungsprozess befinden. Und das ist ja schon ein bisschen speziell, vor allen Dingen gerade, ich sag mal, wenn die Frau im mittleren Alter denkt, sie muss sich jetzt nochmal verwirklichen und weiß nicht, soll sie gehen, schubsen oder bleiben. Und da greife ich ein und helfe in allen Lebenslagen weiter, damit die Dame Klarheit bekommt und auch weiß, in welche Richtung sie gehen darf und wo sie ihr Potenzial entwickeln kann. Ja, sie ist ja voll mein Thema. Passt zu meinem Podcast. Potenzialentfaltung. Du bist selber hochsensibel, ich bin hochsensibel. Also zwei Profi-Damen, die hier heute fachsimpeln dürfen über dieses komplexe Thema, weil ja Hochsensibilität, das ist ja schon auch für Menschen, die betroffen sind, manchmal ziemlich anstrengend, Alltag damit umzugehen, also die Innenwelt, die Außenwelt, wie die wahrgenommen wird, das ist so komplex und ja, das ist so mit allen Sinnen, wie wir, also wie ich kann ja von mir sprechen als hochsensibler Mensch, ich nehme die Umwelt so nochmal mit so einer bestimmten Intensität wahr und das Verarbeiten innerlich ist auch nochmal eine besondere Angelegenheit. Hast du das auch so für dich selber so als hochsensibler Mensch so erfahren? Wie fühlt sich das bei dir an? Manchmal ist es echt eine Katastrophe, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Vor allen Dingen, wenn man selbst gerade so ein bisschen nachdenklich ist oder mal ein Thema, an dem man kaut oder wo man für sich einfach versucht, eine Richtung zu finden, kann so viel Energie einem schon mal vom Hocker wischen. So nenne ich das jetzt einfach. Trotz allem habe ich für mich einen Mittelweg gefunden, um da ziemlich gut mit klarzukommen. Und es geht zu 80% immer recht gut und 20% lasse ich mir immer meine Freiheit, mal ein bisschen spontan zu sein. Ja, also Hochsensibilität hat für mich auch von der Entwicklung her irgendwann mal so ein, wie so, als wenn der Knoten geplatzt wäre und ich gemerkt habe, was für ein Geschenk Hochsensibilität bedeutet und was da drin so für auch, nicht nur für mich selber, das wusste ich immer. Also ich wusste immer, dass da so eine bestimmte Fantasie da ist, dass ich ja so ein bestimmtes Empfinden hatte, dass ich ja auch so eine Harmonie und Perfektionismus auch hatte, der ja auch für mich selber stimmte, der nur für die Äußeren, für die Menschen manchmal anstrengend war, aber dass das bei mir so dass es sich gewandelt hat, das war so ein spannender Moment, als ich gemerkt habe, dass ich doch ein Geschenk auch für andere sein kann, weil da so eine Kraft drin ist, die auch andere Menschen gebrauchen könnten, so, ne, wenn man das dann mal abgeben kann. Also darauf muss man aber erstmal kommen, weil über viele Jahre das ja auch so eine Qual war. Also für mich war es auch anstrengend, ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn du in eine Norm gepresst wirst, das heißt, du musst ja funktionieren, du bist ja in die Schule gepresst worden, obwohl du deine Fähigkeiten ganz woanders lagen und du musstest funktionieren und du bist überhaupt nicht zurechtgekommen. Und wie oft habe ich gehört, nee, du bist nicht richtig. Ja. Du siehst das falsch. Ja. Das ist so nicht richtig. Und ich habe immer gedacht, also ich sehe das anders, aber ich habe gar nicht gewusst, dass ich das anders fühle. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, wenn du diesen Prozess erstmal für dich verstanden hast und weißt dann einfach, Mensch, eigentlich bist du richtig. Du bist vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend für die anderen,
aber du hast ganz andere Fähigkeiten und du nimmst dir ganz anders wahr. Dann kann, ist das schon eine Gabe und das habe ich genauso wie du heutzutage absolut verstanden und ich weiß auch, damit umzugehen. Andere halt nicht. Und mal ganz ehrlich, die habe ich dann aber auch nicht in meinem Leben. Na, da bin ja, ich ganz. Ist auch ein sehr schöner Aspekt. Das ist wichtig. Ich glaube, dass wenn hochsensible Menschen das hören oder auch andere Menschen, dass hochsensible Menschen wirklich auch so Leute um sich herum haben dürfen und müssen auch, damit sie sich ausweiten können, ja, weil da ist ja eine Weite, wir sind ja auch viel manchmal, so in unserer Komplexität, ne? Da brauchen wir auch wirklich, das ist ein schönes Wort, ne? Komplexität. Das ist so expandiert bei uns ja manchmal auch in so Richtungen, wo manche Menschen auch Geduld brauchen. Und gerade, glaube ich, Eltern, die ein hochsensibles Kind haben, sind, wenn sie es nicht wissen, manchmal vielleicht auch ungeduldig mit diesen kleinen Geschöpfen, die vielleicht die komplette Aufmerksamkeit brauchen auch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber meine Eltern waren mit mir überfordert. Ja, also ja. Ich war ja immer in meiner Welt. Ja. Ja, ich war immer, ich habe da gespielt und da gespielt. Ich war immer in meiner Welt. Und meine Oma hat immer gesagt, oh, das Kind hat so eine blühende Fantasie. Und ich habe das nicht verstanden, warum ich nicht so sein darf. Warum muss ich mich jetzt anpassen? Und die Gabe zu haben und zu sagen, gerade wenn du ein Kind hast, das hochsensibel ist, wie geht man heutzutage mit dem Kind um, das hochsensibel ist? Wird es nicht meistens mit Tabletten vollgestopft, in Anführungszeichen, ich möchte jetzt hier niemand zu nahe treten, aber wenn du anders bist als die Norm, dann musst du geheilt werden. Ist es richtig? Also no, dann gibt es irgendwo einen Weg, wo man sagt, nee, das Kind hat das, das muss einer Norm folgen, weil es nicht richtig ist, in Anführungszeichen. Und da finde ich schon gut, dass die viele Mütter heutzutage schon sehr aufmerksam geworden sind und ihre Kinder wirklich fördern, so wie sie sind. Ich weiß ja nicht, wie deine Eltern das gemacht haben, aber meine, die haben dann gesagt, okay, Kind hat eine blühende Fantasie, aber funktionieren musst du trotzdem. Punkt. Mhm. No? Und da gab es auch keine Debatten. Und bis ich erstmal an meine Komplexität gekommen bin, hat es wirklich gedauert. Ich glaube, ich habe das so richtig begriffen erst mit 30. Ja. Mit 30 habe ich gedacht, oh, ich bin anders. Ich bin anders als die anderen. Und da habe ich angefangen, einfach mal zu gucken, wo geht mein Weg hin? Und das habe ich auch getan. Ja, es ist spät bei mir auch gewesen. Und jetzt nochmal kurz zu diesem Eltern-Thema hin. Bei mir war das eher das Thema des Gefühlen, also die Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen, wie ich gefühlt habe, dass da jemand da hätte sein müssen, der sich wirklich viel mehr Zeit für meine Gefühle hätte nehmen müssen, damit ich nicht so gegenkompensieren muss. Also ein Hochsensibler muss irgendwann mal, wenn er nicht genug aufgefangen wird oder wenn das nicht erkannt wird, muss gegenkompensieren. Und das ist wie beim Trauma ziemlich schwierig für ein kleines Wesen, weil das ist ja ständig in der Überreaktion. Das ist ständig am Machen und am selber Erfinden. Wie gehe ich die Wege? Wie löse ich Probleme? Das ist ja eine volle Überforderung für so ein kleines Wesen, ne? Also so habe ich in Erinnerung meine Hochsensibilität in Erinnerung, ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich so an meine Kindheit denke, ich habe Lücken. Ich habe wirklich Lücken. Ja. Und ich weiß heute, dass meine Psyche mich so derartig geschützt hat, weil ich ja in der Schule nicht mitbekommen bin. Ich habe ja Dyskalkulie und Legasthenie. Also die Zahlen haben in meinem Kopf schon in meinem Tango getanzt. Ich habe die nicht zusammenbekommen. Ich brauche einen Taschenrechner und dann weiß ich, okay, wo geht's hin? Aber du, ganz ehrlich, da stehe ich auch heute dazu. Und dass ich manchmal einen Rechtschreibfehler reinhaue, mein Gott, das ist so, da muss auch jeder mit leben. Es gibt dann immer mal welche, die sagen, willst du deine Texte nicht erstmal korrigieren lassen? Dann sage ich, nee, warum? Stört's dich? Ja, aber mich nicht. Also ich habe aufgehört, mich nach der Kritik der anderen zu richten. Manchmal ärgert es mich noch, aber ich denke einfach, wie kann ich mich erdreisten, ständig jemanden zu verbessern wollen? Ne? Also ich bin für mich immer so, ich denke, es ist doch meine Welt und wenn ich damit zufrieden bin, ist das in Ordnung. Das habe ich aber alles lernen müssen, weil ich in der Kindheit wirklich so oft gesagt bekommen habe, auch von Lehrern, ich bin nicht richtig. Du bist verkehrt. Du bist nicht richtig. Und dann bin ich immer stiller geworden und irgendwann hat meine Psyche das ausgeblendet, das perfekte Trauma. Ja. Und da habe ich natürlich erst nach Jahren irgendwo angefangen aufzuarbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, so kann ich nicht weitermachen. Das bin ja gar nicht ich.
Wer bin ich denn eigentlich? Ja, genau, wer bin ich eigentlich? Das ist auch eine Frage übrigens von hochsensiblen Menschen, den Sinn, die Sinnhaftigkeit in ihrem Leben zu finden, weil ja so die Innenwelt so komplex ist, dass sie manchmal gar nicht so begreifbar ist. Also ein Hochsensibler fragt sich auch, für was das einen Sinn macht, was diese Welt, die Sinnhaftigkeit in allem auch zu finden oder warum Krieg sein muss, ja, jetzt aktuell, also wenn ich mich jetzt frage, so das ist, zieht für mich wirklich Kreise, da muss ich mich wirklich gut schützen, da muss ich aufpassen auf mich. Ein Hochsensibler hat immer zu tun mit dem Eigenschutz, also zu sagen, wie viel kann ich heute ertragen von den äußeren Reizen, ja, und das hat mich aber dafür sensibel gemacht für das, was ich bin, also für das, was ich brauche. Also das ist als Geschenk überhaupt, ja. Das macht sich vielleicht ein anderer gar nicht so viel Gedanken darüber, aber ich musste das automatisch machen, ja. Weil du gerade eben die aktuelle Situation angesprochen hast. Also es ist jetzt nicht weltfremd, was ich sage, aber tatsächlich schaue ich keine Nachrichten. Mir geht es so nach, wenn ich das von Kindern und Tieren sehe, da bricht mir das Herz, weil ich bin sehr tierlieb. Ich bin auch ausgebildete Therapeutin für Problemhunde, habe selbst einen Problemhund aufgenommen, habe angefangen, nur mit Körpersprache zu arbeiten, ohne Kommando, nur wenn die Schultern bewegt ist und ich bin mit der Brust raus, hat mein Hund schon gemerkt, ich muss Sitzplatz, Sonstiges machen. Wir waren ein Team, weil mein Hund durfte gern lernen und musste nicht funktionieren. Und jetzt habe ich eine Katze und die wickelt mich um Finger. Na, das ist bei Katzen normal. Also es ist tatsächlich so, dass Hochsensible, wenn ich dir reingrätsche, auch diesen Zugang haben, ja, so zu diesen mentalen, spirituellen Dingen, ja, die sind so offen auch für so diese Antennen, die ein Mensch hat, der sensibel ist, ne? Ich glaube, dass da auch viele Künstler drunter sind, viele Freigeister, viele sich selbst verwirklichende Menschen, die so ja, da auch so ihre Freiheit finden können in diesen Berufen, ne? Also und in diesen Berufungen auch. Es sind ja fast Berufungen, ja. Für uns Hochsensible ist ja alles, was wir tun, eine einzige Berufung, weil wir darin ja so auch aufgehen. Und jeder Hochsensible geht ja auch anders mit dem Selbstschutz um, ja. Also du machst es jetzt so, der andere Hochsensible sagt sich so, ich brauch komplett Muster, hab da meine Rituale auch, ne? Schön, was du sagst mit den empfindlich sein auf Tiere, empfindlich sein auf Leid. Das ist übrigens auch so ein hochsensibles Thema, ne? Ja. Also bei mir geht es ja schon los, wenn ich ein Tier überfahren am Straßenrand sehe. Ich habe mir vor ein paar Wochen wirklich gesagt, Susanne, jetzt hör auf. Ja, du weißt, dass jedes ein Anfang und sein Ende hat. Du weißt, Leben und Tod gehört zusammen und es ist passiert. Aber du kannst jetzt nicht jedes Tier bedauern, das am Straßenrand liegt. Es ist jetzt einfach so. Aber wie gesagt, ich habe gemerkt, mich nimmt es mit und ich muss mir dann schon meine eigenen Gedankengänge dazu machen. Und wie jetzt Thema, was gerade im Weltgeschehen ist, was da ist. Ja. Jeder Hochsensible darf lernen, damit umzugehen. Ja. So, wie es für ihn richtig ist. Ja. Weil diese, ich weiß nicht, das kennst du doch bestimmt auch, diese Zusammenbrüche, dass ihr so die Füße wegzieht. Das ist so unangenehm. Und ich weiß nicht, ob es dir noch passiert, mir passiert es auch ab und zu, das ist so. Ich sehe es aber aus dem Aspekt, dann darf ich mal wohin schauen, ja? Was ich vielleicht nicht so gesehen habe, weil ich zu viel im Kopf war. Und diese Zusammenbrüche, die sind halt recht unangenehm. Wenn man weiß, wie das heißt, ne, das hat mir ja schon viel gebracht, dass ich wusste, okay, ich kann damit ja arbeiten, ich kann damit ja... Es gibt da so eine schöne Überschrift, HSP, und da kann ich mich doch damit beschäftigen. Und diese Selbstreflexion, glaube ich, ist auch ein riesengroßes Geschenk für jeden, der hochsensibel ist, ja, hinzugucken, was brauche ich wirklich, ja. Ja, also es ist, ich sage mal so, das hast du ja bestimmt, das weiß jeder Hochsensible, riesengroßes Thema für uns ist Unsicherheit. Unsicherheit und Selbstwert, Selbstbewusstsein, ja. Du lässt dich schnell verunsichern, wenn jemand sagt, nee, das ist nicht so. Darf ich das jetzt sagen? Eigentlich bin ich ja eine Taffe und ich weiß, wo es im Leben hingeht, aber der sagt jetzt zu mir, es ist falsch. Jetzt muss ich da erstmal drüber nachdenken, ob das wirklich stimmt. Und so konnte man mich einfach ein bisschen, konnte man mich klein machen. Und ich musste meinen Weg wirklich finden, indem ich gesagt habe, stopp. Keiner spricht mir meine Gedanken und meine Gefühle und alles ab. Das funktioniert nicht mehr. Und da muss man aber ein gewisses Selbstbewusstsein für sich selbst entwickeln, um dann einfach zu sagen, so ist es, stopp, da ist ein Punkt erreicht, ne, Grenze. Ne?
Und das klappt bei mir eigentlich recht gut, auch im ruhigen Ton, weil die Zeiten, wo ich mich streite, sind eigentlich vorbei, weil ich will schon ganz gern Harmonie haben und es funktioniert dann auch recht gut. Ja, ist ja typisch auch für Hochsensible, dieses Harmoniebedürfnis. Ja, das ist ganz, ganz, das ist wirklich, ja. Das ist so ein, bitte? Ich bin Stier, früher war das mit dem Kopf durch die Wand und mach das mal, wenn du unsicher bist und dann mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Ja, also es ist eine große Herausforderung gewesen für dich. Ja, auf alle Fälle. Ne? Ja. Aber ich habe es ganz gut gemeistert. Ja, jetzt haben wir dieses Harmoniebedürfnis, was wir ja auch für uns arbeiten lassen können, in zum Beispiel in Jobs, ne, die man, wenn man es braucht, wenn man jetzt coacht oder wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, so wie ich, dann kann dieses Einfühlungsvermögen natürlich total ein Geschenk sein. Das ist das Potenzial schlechthin, ja. So, und das ist zu schauen bei den Hochsensiblen, was kann denn mein Geschenk sein in dieser Hochsensibilität? Was kann ich denn gut? Wie kann ich damit arbeiten, ja? Ja, und ganz ehrlich, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die sind ja in einem Bereich, wo die gar nicht wissen, was sie wollen. Die wissen nicht, was sie wollen. Die stehen da, die sind im Leben und sagen, es kann doch nicht mein Leben gewesen sein. Und wenn du eine Frau hast, die nicht weiß, was sie will und die kommt zu dir, das ist eine Herausforderung zu sagen, wo gehen wir hin? Ja, aber das ist ja auch unsere Gabe, zu sagen, du pass auf, wir gucken rein und am Ende, wenn wir fertig sind, hast du einen Punkt, an dem du ansetzen kannst und den Weg kannst du gehen. Du entscheidest, ob du es machen möchtest. Und ich denke, da hat jede HSB ihren eigenen Stempel, ihre eigene Gabe, ihr eigenes Gefühl, wo sie reingeht, um diesen Menschen zu helfen. Du hast mir das letzte Mal auch wunderbar geholfen. Im Gespräch, wie wir es eben geführt haben, dass ich das gefühlt habe auch so, ne? In meiner Emotionen, also in dem, was ich fühlen kann, fähig bin zu fühlen, dass da was dahinter steht. Und das ist auch eine Fähigkeit von Hochsensiblen, dass wenn sie erwacht sind und wenn sie reflektiert sind, dass sie es nicht gegen sich und gegen andere verwenden. Das ist ein Riesengeschenk. Sondern nur noch Geschenke abgeben und nur noch anderen Menschen sagen, es geht nur mit der Herzenergie, weil alles andere ist Ego. Und Ego hat immer den Aspekt, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Ja? Und nochmal was zur Ausstrahlung der Hochsensibilität, ja, was Menschen so mitbringen. Ich bin viel mit Hochsensiblen, auch weil ich eine Gruppe habe, die mit Hochsensiblen halt gegründet habe und schon lange dabei bin. Und das sind so Menschen, so ein ganz bestimmter Schlag, wenn die sich wohlfühlen, dann expandieren die in ihrer Wärme und in ihrer Großzügigkeit. Das ist so ein großes Geschenk für diese Welt. Die können so groß sein, ne? So hochsensibel. Ich will jetzt nicht nur sagen, auch andere Menschen natürlich, wenn sie sein dürfen, ne? Aber der Hochsensible braucht das halt so sehr. Er braucht dieses sichere Umfeld. Er braucht die Genehmigung. Er braucht dieses Ja. Ja, von sich selber und von anderen Menschen, ja. Das auf alle Fälle. Es gibt, ich glaube, du lernst als Hochsensibler nie aus. Und du hast schon recht, Menschen, die fühlen, haben eine besondere Wärme. Und irgendwann, ich persönlich, wahrscheinlich weil ich Stier und Steinbock bin vom Aszendent und Sternzeichen, ich finde das gesunde Maß an Ego gar nicht so verkehrt. Weil mich hat das gesunde Maß an Ego immer weitergebracht. Das ist so, wo sind meine Ziele, wo ist meine Persönlichkeit, wo will ich hin? Ja, wir können das heutzutage unterscheiden, was ist das gesunde Maß und was geht unter die Gürtellinie. Das kann jeder unterscheiden. Und das unter die Gürtellinie wird uns niemals weiterbringen. Im Gegenteil, das drückt uns immer mehr in unsere Themen zurück, meiner Meinung. Ja? Und wenn man das gesunde Maß an Egoismus bringt, das bringt mich weiter. Und wenn ich das noch mit den Gaben weitergeben kann, dann ist das für mich, wie du gesagt hast, da geht mein Herz auf, da freue ich mich. Da bin ich einfach in dem Zustand, wo ich sage, Mensch, du hast heute einfach einen tollen Tag gehabt. Was Tolles erlebt, Menschen geholfen. Ja. Ja? Und jetzt nicht, weil das so eine Floskel ist, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, man hat heute einfach was Gutes getan. Ja, und das ist so, das ist der Mensch an sich, nicht nur der Hochsensible, der kann seine Seelenaufgabe finden. Und wenn er die gefunden hat, dann hat er dort auf dem Gebiet, dann wird der groß sein. Also der, ne, dann sind die, wenn die hochsensiblen Menschen ihr Umfeld gefunden haben, ne, dann sind die nicht mehr aufzuhalten. Dann sind es auch für. Also ich finde ja auch, dass Hochsensible in jedes Unternehmen gehören. In jeder Familie muss mindestens ein Hochsensibler geboren werden, weil die so vieles aufreißen, weil die so vieles
nochmal auf eine andere Art und Weise sehen. Das kann ein richtig gut, ja, das kann so ein Geschenk sein für Projekte, für, ja, wenn da einer drin ist, der so mal sagt, hey, stopp, das ist zu schnell oder hey, wie meinst du das oder wo geht es denn gerade hin oder können wir mal ein bisschen Harmonie schaffen gerade, es ist gerade so viel Ego im Raum, dann ist das ein riesengroßes Potenzial, so ein Hochsensibler in diesen, ne, in diesen Zellen. Ja, also ich finde, es gehört für eigentlich von jeder Kategorie Charakterstärke, nenne ich es jetzt mal als Überbegriff, jemand in eine Firma oder beziehungsweise in ein Unternehmen, weil die sich ja alle ergänzen. Ja, das ist, also ich wäre jetzt niemand für einen richtigen Vertragsabschluss zum Beispiel. Ne? Da fehlt mir einfach so die gewisse Härte. Ich kann zwar Verträge abschließen, aber alles so, wie es aus meiner Energie rauskommt. Und so hochsensibel zu sein oder so durch die Weltgeschichte zu gehen, das ist ja auch Familie, Partnerschaft zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Mein Partner ist zum Beispiel mein Fels in der Brandung. Ja, das ist für mich, der ist einfach da. Selbst wenn ich mal so ein bisschen Mimimi mache, ne, ist er einfach für mich da, ohne jetzt irgendwie zu sagen, du musst auf das gucken, dann sagt er, komm Schatz, komm her. Dann nimmt er mich in den Arm und drückt mich und dann ist wieder alles gut. Aber weißt du, ich habe mir so überlegt, weil ich auch gedacht habe, Mensch, wir machen unseren Podcast, was machen wir da heute? Und ich habe schon gewusst, brauche ich gar nicht viel machen, das fließt. Man muss ja auch mal ein bisschen die Wahrheit sagen. Ne? Ich jammer nicht, weil ich habe mir Jammern abgewöhnt. Jammern bringt nichts. Jammern hält dich am, schickt dich in die Vergangenheit rein. Aber so ein bisschen Mimimi machen, ne? Ja. Das ist für mich in Ordnung. Ja. Ja? Weil es einfach das Tagesgeschehen ist. Weil man kriegt ja viel mit. Und es ist erschreckend, wo du überall deine Sensoren hast und was du mitbekommst. Es ist erschreckend. Und dann merke ich immer, was ist jetzt da am Herzen? Was kommt für ein Gefühl hoch? Oh, das gefällt mir nicht. Wo gehört dieses Gefühl hin? Okay, was soll ich das Gefühl sagen? Will ich das? Nein. Also wo kommt es her? Dann arbeite ich mit mir selbst und sage immer, okay, was willst du dir sagen? Bis ich wirklich für mich auf den Trichter komme, aber dann ist es schon meistens zu spät und ich habe es ein bisschen abgefangen und das wischt mich doch mal etwas zur Seite. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Ne? Und das ist mein Zustand, wo ich mal Mi-Mi-Mi mache. Ich meine, wir reden hier über das Menschsein, ja? Genau. Nicht nur über Hochsensibilität. Also ich bin berührbar und ich glaube, viele Menschen, die den Podcast jetzt hören, die wissen, dass wir sind doch berührbar, wir sind doch Menschen. Uns kann es doch auch mal schreddern, ja? Wenn wir da draußen, wenn uns einer auf die Füße latscht, jetzt auf gut Deutsch gesagt, ja, hallo, also da brauche ich auch mal so dieses Mi-Mi-Mi. Aber ich habe mir abgewöhnt, wirklich das an dem Hochsensiblen festzumachen. Bin ich nun einfach, weißt du, was ich meine? Ich bin es einfach, aber ich mache es nicht mehr fest und sage, ach, weil ich das bin oder weil ich das und das erlebt habe in meinem Leben, habe ich keine Chance mehr, das was anderes zu tun oder es etwas draus zu machen. Dafür stehe ich einfach. Das ist meine riesengroße Botschaft in diesem Leben. Also ich habe die Chance, immer zu wandeln. Weißt du, was ich meine? Auf alle Fälle. Also ich bin vollkommen bei dir, wo ich habe Verständnis für alles, um Gottes Willen. Wir sind in unserem Metier Profis. Ja, aber wo ich nicht so das ganze Verständnis habe oder manchmal auch gar ein bisschen pick mache, bin ich ganz ehrlich, ist, wenn mir jemand sagt, ich kann nicht mehr unter die Leute gehen, weil die Energie wird immer mehr, wenn ich unter die Leute bin. Und dann denke ich mir doch, das hat doch nichts mit deiner Hochsensibilität zu tun, das hast du doch bei dir abgespeichert. Ja, da waren doch Erlebnisse, die du abgespeichert hast und lass es doch drauf gucken. Du kannst dich als Hochsensibler ganz normal unter all den Menschen bewegen. Du brauchst keinen Schutz hochziehen in dem Sinn, ja, jeder lernt es auf seine Art und Weise, aber zu sagen, ich lese es oft, ach, als Hochsensibel, ich war mit unter Menschen, dann habe ich mich getroffen, jetzt muss ich zurück, jetzt muss ich mich reinigen, wo ich manchmal denke, Loser. Ja, und jetzt kann doch alles lernen, lass dich doch nicht so unterkriegen. Ja, ich kann mich mit sowas zufrieden geben, ist das verkehrte Wort, aber ich möchte mich damit nicht abgeben, nicht mal unter Menschen zu gehen. Menschen sind toll. Menschen sind klasse. Ich muss Menschen fühlen können und ich kann es auch so machen, dass es mir gut geht. Es muss mir nicht schlecht gehen. Und da sage ich immer, da kann man gucken, wo habe ich das, auch ein Trauma, nichts anderes, das ist eine Verknüpfung, wo habe ich es abgespeichert? Ja, und ist es heute noch gefährlich? Ja, ist es heute noch die Gefahr, die es vielleicht irgendwann anders mal war?
Und wenn ich mich gut kenne und kann das beobachten, kann meine Trigger beobachten, dann weiß ich doch, alles, was mich heute berührt, alles, was mir heute begegnet, ist einfach nur ein Spiegel aus meiner Vergangenheit und ich kann schauen, wie gehe ich heute damit um. Hochsensible braucht einen privaten Rückzugsraum. Ja, ganz wichtig. Ja. Privat. Weil wenn da zu viel von außen noch rein will, und das war für mich früher auch schwierig mit der Türe zu, Türe auf, und der braucht das eigene, also wie so eine Schutzraum so für sich, ne? Also ich sage halt mal so, für mich persönlich, jetzt für mich ist das klassische, die klassische Rollenverteilung könnte ich nicht mehr leben, ne? Ich habe schon mal vor, irgendwann mit meinem Partner zusammenzuleben, aber wie du sagst, dann bräuchte jeder sein Büro, seinen Arbeitsraum, wo man sagt, da kann sich jeder zurückziehen, das muss auch respektiert werden, bin auch bei uns. Also das ist ja auch schön, dieser Aspekt, den du nochmal anbringst oder der jetzt vielleicht auch nochmal schön wäre zu besprechen, der Aspekt der Partnerschaft, ja, dass so Hochsensible auch mit Partnerschaft so bedacht auch umgehen, wo sie sich wirklich fallen lassen können, ne? Also das ist schon so, also ein Hochsensibler, der einen Partner hat oder eine Partnerin hat, der das gar nicht versteht oder gar nicht akzeptieren kann, dass wir reden wieder von dem Wort Komplexität herrscht, ja. Das geht nicht. Also da muss jemand her, der das tragen kann, der selber in sich sagt, vielleicht eine Ruhe hat oder einen großen Charakter, also so einen großzügigen Charakter hat, der sagt, ja, also da ist jemand, der ist so, ja. Wir haben wirklich, das war ja süß, als wir zusammengekommen sind, hat er mir ein Workshop, ein Tagesworkshop, zwei Tagesworkshop. Und an dem zweiten Tag hat der Mann damals Partnerschaften angesprochen, wie er die perfekte Partnerschaft sieht und wie Partnerschaften Probleme aus der Welt schaffen sollen. Und er hat uns den guten Tipp gegeben, sollten Probleme da sein, wo der andere einfach dran knabbert, dann soll man ein Schlagwort ausmachen. Wenn dieses Schlagwort fällt, dann lässt der Partner alles stehen liegen, dreht sich rum und hört zu. Oh. Dann darf der ein Problem hat, eine Viertelstunde lang reden, dann muss es wertschätzend, achtsam, keine Rede dazwischen, dann sagt der andere seine Meinung dazu und dann findet man gemeinsam eine Lösung. Wunderbar, was für ein riesengroßes. Keine Dramen mehr, keine Dramen. Ja, und das können ja Hochsensible auch gut inszenieren, wenn sie nicht gut in der Selbstreflexion sind, weil da ja so viel los ist innerlich. Dieses Drama um sich selber, weil da draußen versteht mich keiner. Also das ist ja schon fast so eine Selbstverletzung dann auch. Und das ist total schön, was ihr da etabliert habt in eurer Beziehung. Das ist ja fähig, ihr seid ja fähig, eine Beziehung zu führen. Es gibt auch Höhen und Tiefen, das wollen wir gar nicht abstreiten. Ne? Da gibt es auch mal Situationen, da stoßen wir dran und brauchen auch mal eine Zeit lang, wo ich sage, ne? Haben sich zwei gefunden. Und das ist ein großes Geschenk. Und das nochmal, und das könnte man ja jetzt nochmal so als Punkt setzen, vielleicht zu Beziehung, dass der Hochsensible wirklich dieses Geschenk der Partnerschaft einfach braucht einfach jemanden, der ihn aufnimmt, der ihn mit großem Herzen aufnimmt und großzügig ist. Und das kann der Hochsensible dann aber auch. Ich glaube, der Hochsensible ist auch fähig, in Harmonie und in Frieden eine Beziehung zu führen. Jetzt dieses die High-Sensitive-Forschung ist ja jetzt noch nicht ganz so weit. Ich würde jetzt gerne ganz langsam zum Schluss kommen. Ja, jeder Mensch, der so ein bisschen so sich so sensibel fühlt, ich meine, das kennt ja jeder von sich, dass er mal so einen Tag so blöd drauf ist, aber dass das schon so ein Phänomen auch vielleicht einer neueren Zeit geworden ist, dieses Hochsensibelsein, dieses High-Sensitive, ja. Und das kommt ja irgendwo her. Das ist ja nicht, das erfinden die Menschen ja nicht. Und das ist ja vielleicht auch der Zeit geschuldet, die draußen, ich bin ja immer so ein bisschen so ein drauf rumhacker, dass die Zeit halt schnell ist, ja. Wer soll da mitkommen? Ja. Ich glaube, es wird immer mehr werden. Die Menschen werden sich auch immer bewusster werden, viele Sachen. Und gerade über die Zeit, weil du sagst, die Zeit geht so schnell. Ja, geht schnell. Das kann für uns manchmal auch ein Problem werden. Ne? Weil es einfach zu schnell geht. Ich persönlich hink da auch manchmal hinterher, wenn es mir zu schnell geht. Ja, das ist, da komme ich nicht mit und da brauche ich auch meine Rituale, um zu sagen, okay, Moment, da muss ich mich jetzt erst wieder mal sammeln und was passiert da? Wenn man aber
sensitiv auf sich selbst ist, auf seine Umwelt, dann kommt man da auch wieder hin. Und ich glaube, jeder Hochsensible hat irgendwo noch so einen wunden Punkt, auf den man drückt, den er, glaube ich, sein Leben lang mit sich rumträgt und den es irgendwann zu heilen geht, gibt. Ja. Aber dieser Punkt wird immer besser werden, je älter man wird, weil man einfach erkennt, okay, wer bin ich? Ja, schön. Ja. Ich glaube, wie du sagst, du willst jetzt zum Ende kommen. Ich denke immer, wir Hochsensiblen müssen uns fragen, wollen wir das? Ja, wollen wir das? Wollen wir uns, und meine Devise ist so, will ich mich unterdrücken? Will ich das weghaben? Ich kann das nicht weghaben. Das ist ein Geschenk, ich liebe das. Das hat eine Zeit gedauert, aber es ist jetzt, ich nehme das an und mit Freude und immer wieder schön, Menschen zu treffen, die auf ihre Art und Weise, so wie du, mit deiner Hochsensibilität umgeht, die sogar noch nach draußen geht und anderen Menschen hilft, also anderen Frauen. Das ist doch wunderbar. Also was für eine Fähigkeit dahinter steht, ja? Ja, aber weißt du, man muss seinen Wert selbst erkennen. Niemand erkennt den Wert. Der Wert darf selbst erkannt werden. Und dann hast du ein Geschenk, das so groß ist, und da kannst du alles erreichen. Und egal, wie das alles Erreiche aussieht. Ja? Ja. Jeder Mensch ist wertvoll, jeder hat eine Gabe. Und ich frage mich heute doch wirklich, wenn irgendwas ist, das zu mir kommt, wo ich so ein bisschen, sag ich, will ich das? Und wenn dann ein klares Nein kommt, dann sage ich, okay, nee, dann mache ich es nicht. Punkt. Dann ist der Cheese eaten, wie wir so schön sagen. Ja? Dann ist aber der Punkt erreicht und sagt, keine faulen Kompromisse mehr. Und das geht immer einfacher. Und wenn du weißt, wer du bist, dann, manchmal weiß ich es auch noch nicht, wenn so was Neues kommt, nicht, oh Gott, ja. Aber dafür sind wir Menschen, wie du so schön vorhin gesagt hast. Und wenn du zu 80% weißt, wer du bist, dann gehst du deinen Weg. Ja, 80%, du manchmal reicht ja schon, wenn man schlechten Tag hat, 50%. Reden wir nicht drüber, ich wollte es ein bisschen hochsetzen. Und was ich noch sagen wollte, jeder hochsensible Mensch soll eine Katze haben oder einen Hund oder irgendein Haustier. Oder in die Natur gehen. Oder in die Natur gehen. In die Natur, genau, wunderbar. Ja, ne? Ach gut, wir hätten noch so viel sagen können. Ich glaube, wir hätten Stunden, Tage lang reden können. Susanne, ich danke dir erstmal und grüße dich ganz herzlich. Wir bleiben in Kontakt. Wunderbarer Mensch. Es war schön mit dir heute. Ja, es war auch schön mit dir. Eigentlich wollten wir ja eine Pause machen zwischendurch. Haben wir gar nicht gebraucht. Nee, guck mal, wie professionell wir arbeiten. So ist es. Wie immer. Mach's gut. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir für alles. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.